Hallo Mobile-Freunde, ich bin wieder da, der Thomas aus Kanada oder Tommy Canada. Willkommen auf meinem Kanal. Heute ein paar Bauvorschritte, aber zuerst will ich mich bedanken für über 400 Abonnenten. Das hätte ich also nie gedacht, dass ich so viele Abonnenten kriege hier mit meinem kleinen Kanal aus Kanada. Also vielen Dank für alle, die mit mir schon länger sind und ein bisschen regelmäßig reinschauen und auch die ganzen neuen Abonnenten. Also vielen, vielen Dank. Und wie gesagt, heute kleine Baufortschritte nur. Wir hatten so gutes Wetter hier in Kanada letzte Woche. Oder wir hatten 32 Grad Celsius und mit der Luftfeuchtigkeit war das sogar 39 Celsius. Und in meinem letzten Video hatten wir noch Schnee. Das war also 3 Wochen vorher. Also Folge 10, gute Unterhaltung. Hier sind wir wieder bei der Anlage und wie ihr sehen könnt, habe ich ja schon mal alles ein bisschen provisorisch aufgebaut mit Packpapier von meinen Mobile-Händler-Paketen und es geht natürlich hier über die linke Seite und wo es ein bisschen mehr ländlich ist und ich habe geplant einen See hinzubauen und keinen Berg. Also es geht also rein und nicht hoch und natürlich kommt da ein wunderschönes Seekaffee hin. Und es ging eben hier jetzt darüber, wo kommt das Seekaffee hin und welche Form nimmt der See an? Wird es mehr so ein Teich, wird es ein Baggersee oder wird es wie ein, also mehr natürlichen See aussehen? Natürlich nimmt er nicht die Form an, die er jetzt hat, aber die Größe, glaube ich, ist doch schon gut, aber der wird ein bisschen mehr natürlich aussehen. Seekaffee ist 12 cm hoch. Und ich habe es an mehreren Stellen hingestellt. Es gefiel mir doch hier, weil hier kommt natürlich die Bahnhofsebene. Ein Lokschuppen steht so hier. Da muss ich irgendwie den Übergang von mehr Industrie und Stadt in mehr das mehr Ländliche irgendwie hinkriegen. Aber das mache ich bestimmt mit ein paar Bäumen und so. Hier ist die Straße, auch nur provisorisch. Die wird ein bisschen mehr ländlich, ein bisschen mehr mit Kurven. Und dann fährt sie hier rein. Und hier kommt natürlich meine schöne Brücke hin. Die ist von noch, habe ich noch gar nicht ausgepackt, mal sehen, sieht doch ganz gut aus und nur eingleisig, da muss ich also noch eine zweite mir kaufen und mal sehen, wie es denn da weitergeht. So, ich habe ein Händlerpaket bekommen aus meinem Händler in British Columbia, also in der Nähe von Vancouver. Mal reinschauen ganz kurz. Ich habe Kurvengleise, eine Kreuzung und noch eine Kreuzung. Ich habe insgesamt 5 Kreuzungen auf der Anlage, hatte keine. Also jetzt habe ich schon 3, 2 kommen noch. Habe auch noch ein zweites Paket bekommen. Das kam aus Deutschland. Und weil ich im unteren Bereich neue Gleise haben will, das ist also ein bisschen sicherer läuft. Ich habe hier viele Gebrauch gekauft von meinem ehemaligen Kollegen. Also habe ich mir also im unteren Bereich alles neu gekauft und insbesondere in den Kurven, also noch mehr gebogene oder Kurvengleise. Nochmal 24 Stück. Also ja, das ist also das zweite Paket. Oh no. Wie spät ist es? Oh no. Ich muss in den Garten. Ich muss da was tun. Meine Frau kommt bald zu Hause. Die hat mir da eine Liste gegeben. Ich komme sofort zurück. Also bleib da.
viel zu viel Arbeit. Also vorne Reisen schneiden und hinten im selben Tag, also viel zu viel. Wo waren wir denn? Oh. Der Pakete. Noch aus Deutschland auch gekommen. Immer lange Gleise, 12 Stück. Wir haben ein noch kurze Gleise. Endlich meine Isolierungsstücke, dass ich also die M84er anschließen kann. Ein paar Prellblöcke. Weichenantriebe, 2 Stück. Mehrere gebogene Gleise für den unteren Bereich. Und 2 Decoder. Ich habe also jetzt 3, ich brauche insgesamt 8. Und da können wir erstmal loslegen damit. Ne? Also, okay, das war's mit dem Händlerpaket. Okay, Ringkleidung ist gezogen. Wir haben also um die Anlage das Rot und Schwarz. Es handelt sich um einen Draht, der ist 14 AWG, also American Wire Gauge 14. Und 1,63 mm Durchschnitt und 2,08 Quadratmillimeter. Das sollte ausreichen für den Digitalstrom. Jetzt kommen noch da 30 Einspeisungen und dann geht's weiter. Okay. So, für die Einspeisungen habe ich mir solche Klammern bestellt. Die haben ein System, wo das Kabel hier eingeklemmt wird und dann zusammengedrückt mit der Zange und dann kommt hier noch von der Schiene zu der Einspeisung das andere Kabel hin. Vorteil natürlich, man braucht nicht das Hauptkabel, also die Ringleitung zu schneiden, abisolieren zweimal und dann das dritte Kabel da auch nochmal abisolieren und reinstecken. Aber ich glaube, der Nachteil ist, mit der Selbstabisolierung, mit diesem System, weiß ich nicht ganz genau, ob man das richtig hinkriegt und ob da gut in Kontakt ist. Darum habe ich mir andere bestellt, die mit 3 Hebeln, da kommt also hier, wird geschnitten, abisoliert, reingesteckt, Hebel zu und dann das dritte Kabel zu der Schiene hin. Ich glaube, das ist ein bisschen besser und die kommen dann am Montag. Es gibt noch mehr. Nur ganz kurz mal. 3 Weichenantriebe und mehr Mittelleiterisolierung. Also ganz wichtig, dass ich endlich mit dem Schattenbahnhof anfangen kann. Und wo wir gerade vom Schattenbahnhof reden, kommt was ganz Schönes von Amazon. Endlich habe ich mein Kamerasystem. Da wollen wir mal reinschauen. Sehr schön. Ich habe also 4 Stück davon. Das sollte reichen für den Schattenbahnhof. Einfahrt, Ausfahrt und ich glaube auch nochmal mit meiner Wendeschleife, also die Kehrschleife. Und dass wir alles schön sehen können, habe ich auch ein LED-System. Ich glaube, das sind so 10 Meter. Prima. Also, das war es wieder mal für heute. Hoffentlich hat es euch gefallen. Lasst doch mal ein Abo oder einen Daumen hoch, Daumen runter. Kommentare, Meinungen, Vorschläge für die Anlagen sind ja immer gut. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Und noch schönes Wochenende. Euer Thomas.